Hallo meine Lieben und willkommen bei Fortnite. Noch einer kleinen Runde, wie ihr seht. Bei Fortnite gab es heute Vormittag das ganz große Halloween-Update. Wir schauen mal aktuell rein. Mit neuen Herausforderungen und auch etwas ganz Neues im Spiel. Das werde ich euch nachher mal zeigen. Genau, ich habe mich hier wieder in eine Gruppe reingeschlichen. Und spiel mal einfach ganz locker eine Runde, dass ich euch das mal zeigen kann. Ich war vorher schon mal ganz kurz drin und habe es mir angeschaut und ich muss sagen, es macht Spaß. Es ist echt, echt gut gelungen. Ich habe jetzt die kann jetzt fliegen. Ich finde das so geil. Also ich bin ja noch relativ neu in Fortnite. So viel Ahnung davon habe ich noch gar nicht. Also ich gucke mir zwar auch ganz gerne mal andere Videos an, was andere so machen oder was andere für Theorien eben haben etc. Aber ich selber bin da noch nicht so bewandert. Aber ich habe einen ganz tollen Skin, den ich euch jetzt nicht zeige. Ah, sieht ja geil aus, guck mal. Okay, dahin wollen wir. Naja, ich muss ja eigentlich noch woanders hin, aber wir springen mal. Wir jumpen mal. Wir nehmen einfach mal eine Runde zum Gucken und weniger zum Gewinnen. Wie gesagt, wer Lust hat mitzuspielen, im Stream oder auch mal in der Folge, kann das gerne tun. Einfach mich adden. Dorothea77. Wir spielen immer in einer Vierergruppe. Sprich, wenn jemand reinkommt und die Gruppe ist voll, nicht böse sein, wenn er dann wieder rausfliegt, sozusagen, entfernt wird. Weil ansonsten ist das nicht mehr der Spielmodus, den wir spielen. Das hat da nichts damit zu tun, dass ich euch jetzt nicht drin haben will, sondern einfach die Gruppe ist voll. Nur, dass ihr das wisst. Ging es da nicht noch hoch? Da war doch irgendwas oben drüber. Auf dem Dach. Na, ich habe noch keine Materialien. Okay. Da vorne sind sie. Gehen wir mal die Richtung. Wir sind hier in Lazy Like. Ich muss hier auch noch ein Auto tanken. Das ist auch noch eine Aufgabe. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung, wo die sind, weil hier ist noch nichts. Das seht ihr es noch nicht. Nein. Nicht mich jetzt erschießen. Ich muss etwas zeigen. Okay. Wollen wir uns mal noch ein bisschen Munition. Da ist noch was. Die sind alle ein Stück weiter vorne. Hört sich das gerade so an, als ob da jemand in der Nähe ist. Ja, da ist jemand. Oben auch. Okay. Wir gehen einfach mal weiter runter. Verdammt. Oh. Kommt schon der nächste. Genau, jetzt seht ihr es. Passt auf. Bei Halloween werden wir hier quasi in die Lüfte erhoben und sind jetzt einer. Wir schließen uns einer Schattenarmee an und machen jetzt Jagd auf Überlebende. Wir können hier mit linker Maustaste den grässlichen Combo-Fege anfassen. Spurt mit der rechten durch Hindernisse. Mit R kann man Umstehende markieren und Leertaste ist ein Sprung. So. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen das Besondere. Ich
Und das finde ich so, so creepy. Das ist so heavy. Als ich hier reingekommen bin und das gesehen habe, ich bin so erschrocken. Ich bin zu Tode erschrocken, wo der Erste ums Eck kam. Wo bist du? Wo bist du? Jetzt war ich unsichtbar. Welchig Daniel ist jetzt ein Schatten. Ja, willkommen in der Schattenarmee. Das ist so creepy. Das ist echt cool gemacht, muss man sagen. Wir gehen, aber macht uns jetzt eigentlich der Sturm was? Das wäre mal interessant zu wissen. Wir gehen einfach mal weiter. Boat Crazy ist ein Schatten. Ich dachte erst, das sind so NPCs im Spiel, bis ich dann das erste Mal gestorben bin und gesehen habe, oh Gott, das sind wir. Aber wir gucken mal, dass wir hier noch unser nächstes Opfer finden. Wir müssen uns aber unbemerkt nähern. Wo sind sie? Oh, hallo, meine Freunde. Man kann Auto fahren? Ernsthaft jetzt? Ich fahre mit Ghost Rider. Okay, irgendwas habe ich jetzt geschafft. Okay, jetzt wollen sie nicht mehr fahren. Ich kann eh fliegen. Brauch nicht fahren. Okay. Hier ist gar keiner. Sind aber voll in der Linie, voll in der Zone. Kann ich eigentlich Kisten öffnen? Nee, ne? Die gehen mich nichts mehr an, schade. Wir gehen mal da runter. Da hinten ist einer tot. Ich möchte in eine Stadt. Wo ist denn hier die nächste Stadt? Ein bisschen mein Unwesen treiben. Irgendwie sind wir hier ein bisschen ab vom Schuss, habe ich das Gefühl. Okay, da vorne in das Gebäude. Wir wüten mal in das Gebäude. Ist schon echt krank gemacht, muss man sagen. Also wenn man nicht vorbereitet ist, man kriegt... Ach, schwimmen kann er auch. So ganz kurz unsichtbar ist man da. Ist auch alles so düster und nebelig. Die Gebäude sind so ein bisschen düsterig. Okay, ich sehe schon, hier ist niemand mehr. Nein. Und hoch. Ich bin echt gespannt. Also Skins sind auch ein paar gute dabei. Ich habe mir jetzt heute keinen geholt. Weil so 100% überzeugt war ich jetzt noch nicht. Wo seid ihr? Aber das Event lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr spielen wollt, ich mache die Woche auf jeden Fall auch noch einen Livestream. Dann werden wir das machen. Dann werden wir hier zusammen als Geister... Oh ja, da ist eine Stadt. Als Geister durch die Städte ziehen. Unser Unwesen treiben. Sehen wir da welche? Da hinten ist einer. Ein potenzielles Opfer. Kann man da auch? Ja, kommst auch durch Gegenstände durch.
Wo seid ihr? Da jetzt alle versteckt oder was? Was ist denn da los? Ach, du bist auch ein Geist. Oh ja, da wird geschossen. Ich wurde erlöst. Oh Gott. Ja, passt hier mal auf. Das ist echt creepy. Das ist echt creepy. Da haben sie sich was... Und hol ihn jetzt. Wow. Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Also da macht sie als Geist fast nur mehr Spaß als als Spieler. Man hört die auch. Das wollte ich euch vorher eigentlich zeigen, aber dann war ich zu schnell down. Einer ist noch da. Dass man die auch hört, wenn die kommen. Und das, da bin ich erst einmal erstmal so zusammengezuckt. Oh Gott, was ist das? Okay. Seilrutsche kann man verwenden als Geist. Echt jetzt? Gut, wir gehen mal aus dem Match raus, weil ich denke, da gibt es jetzt sowieso nichts mehr zu retten. Und dann starten wir noch einmal neu und dann zeige ich euch das mal. Vielleicht hören wir sie dann. Hier ist es auch der Hintergrund. Ich kann euch auch mal ganz kurz auch den Itemshop zeigen. Die finde ich so süß. Heidi, das ist eher so Oktoberfest-Madel mit ihm. Der ist auch, der ist auch so geil. So Kuckuck so auf dem Rücken. Und hier, Quetsche. Wäre interessant, ob die auch Musik spielt, wenn man draufhaut. Und natürlich hier, ne? Mit Brezeln und Weißwurst. Der Gleiter, den finde ich auch cool. Also da bin ich mir am Überlegen, ob ich mir die hole. Die hat hier so einen schönen Krug mit Laugenstangen auf dem Rücken. Die gefällt mir schon, aber da muss ich mir nochmal Geld holen. Dann haben wir hier Schmetterinchen. Die ist auch süß, ein bisschen unspektakulär. Nachtkommando, ja, ganz nett. Dann haben wir hier noch einen Tanz, im seltenen. Langsames Klatschen und hier, ach, das war der. Irgendwie sollte hier einer dabei sein, der so ganz, der ist auch cool. Der so ganz, bleibst du jetzt mal da hinten, so ungewöhnlich ist. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Da kann man echt Geld liegen lassen. Hier ein Aufheulen. Bleibst du jetzt bei der Hitchat? Und hier doch so, ja, Stäbe etc. Finde ich ganz lustig. So, wir haben Unterstützung. Das ist ja auch ein cooler Skin. Meine schnurrenden Lamas. No Drama Lama. Das ist auch gut. Das ist gut. Ja, da gibt es einige coole Tänze und Zeug. Da kann man wirklich Geld loswerden. Jetzt gucken wir mal in die Runde. Wir gehen mal so ein bisschen an den Rand. Wir arbeiten uns dann in die Stadt vor und gucken mal, dass ich euch das zeigen kann. Auf jeden Fall ist es insgesamt ein cooles Update. Auf jeden Fall. Und ich muss noch ein Level machen, dann werden nämlich die Fähigkeiten von der freigeschalten. Wie so schnurren. Au. Oh, was hat die da? Okay. Oh, Weihnachten. Ach, das will ich auch.
dieser coole Bus. Oh, jetzt ist der Nebel weg. So, wo gehen wir denn hin? Da. Gehen wir wieder da hin. Achso. Cool gemacht, echt cool gemacht. Hab ich mich schon beim Busfahrer bedankt? Ja, habe ich schon. Also springen wir mal raus und ab geht die Lucy. Okay. Wir sind mit Nolden, York und Steffen einer Gruppe. Die sind relativ niedrig levelnd. Hulk Nikki ist 124. Und dann sind die anderen relativ nieder. Oh, das sieht so geil aus, wie die fliegt. Das ist so cool. So, wir landen einfach mal hier oben drauf. Wahrscheinlich sind schon 20.000 hier. Aber da ist gleich mal eine Kiste. Wow. Nicht dahin, genau. Da haben wir gleich mal Waffe. Okay. War auch ein nettes Plätzchen hier oben. Nächste Kiste. Taschenfestung. Sollen wir sie mitnehmen? Ja. Habe ich noch gar nie gebraucht, ehrlich gesagt. Oder nie benutzt. Na? Nee, hier ist niemand. Nee, da war auch niemand hier oben. Der ist ja irgendwo anders hin. Ah! Schreck mich nicht so! Okay, da unten scheint niemand. Der hat mich jetzt echt erschreckt. Was machst du da? Oh Gott. Wenn wir ein bisschen auf die Schritte achten, ob wir jemand hört. Ich glaube, die sind alle draußen beschäftigt. Von den. Habt ihr das gehört? Da war einer. Irgendwo fegt einer rum. Aber warte, wir müssen in die Richtung. Irgendwo ist hier einer. Unten. Ah! Verdammt, aber gehört habt das. Aber ich komme wieder. Du, dein Gesicht merke ich mir. Bis gleich. Hört das? Ich komme wieder. Jawohl. Ich weiß nicht, was mehr Spaß macht. Als Spieler oder dann wiederzukommen. Ich bin wieder da. Hallo. Peter unlustig. Na toll. Geil. Aber ihr habt es gesehen. Wie gesagt, schaut euch das
Update an. Es macht echt eine Menge Spaß. Die Woche gibt es auf jeden Fall auch noch einen Live-Stream, entschuldigt, wo wir zusammen dann unser Unwesen treiben können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. LS kam heute leider nicht, aber heute Abend, wenn ihr wollt, Stappenbach 19:30 Uhr. Seid fleißig dabei, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!